Die Top 3 Fehler bei Personengesellschaften. Die Personengesellschafts- und Mitunternehmerschaftsbesteuerung ist eines der zentralsten Themen im Rahmen des Steuerberaterexamens. Sowohl am Tag 2 als auch am Tag 3 kommen die Personengesellschaften fast jährlich dran und stehen im Mittelpunkt vieler Aufgaben. Was gilt es dabei zu beachten? Was wird häufig falsch gemacht? Wo verlieren die Prüflinge viele Punkte? Das schauen wir uns in dem heutigen Video an. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um die Top 3 Fehler bei Personengesellschaften. Wo tun sich die Prüflinge besonders schwer? Starten wir direkt mit dem ersten Fehler, und zwar bei Sachverhaltsangaben, die zu SBV bzw. zu Sondervergütungen führen. Was ist das für ein Beispiel? Es fährt ein Grundstück im klassischen Grundfall vom Mitunternehmer an die Personengesellschaft vermietet. Welche grundsätzliche Rechtsfolge müssen wir annehmen? Das Grundstück ist fortan ab dem Zeitpunkt der Vermietung Teil des Sonderbetriebsvermögens. Erkennst du aus diesem Sachverhalt der Vermietung eben nicht, dass das die Rechtsfolge ist, hast du folgendes Problem: Dir geht die Bepunktung für die Einlage und auch Folgebewertung verloren. Das heißt, es ist gar nicht so schwer dazu, entsprechende Stellung zu nehmen. Einlage dem Grunde nach, der Höhe nach, vielleicht noch eine Folgebewertung, AFA-Berechnung für das Grundstück vorzunehmen und die entsprechenden laufenden Einkünfte mit Entnahmen und Einlagen entsprechend dann im SPV zu würdigen, respektive die Mitunternehmer Sondervergütung 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 zweiter Halbsatz, komplizierte Zitation, du weißt sicherlich, was ich meine. Und dementsprechend, wenn du das nicht erkennst, gleiches gilt zum Beispiel bei der Darlehensüberlassung, dann fehlt dir einfach der Ansatz, die entsprechenden Sachverhaltselemente zu würdigen und daraus das Ganze in Punkte zu verwandeln. Häufiger Fehler, häufiges Problem. Zweiter Punkt, die falsche Normanwendung bei Übertragungsvorgängen. Auch ein großes Problem. Muss ich bei einer Übertragung hier 6 Absatz 3 anwenden? Bin ich im 6 Absatz 5? Oder habe ich sogar eine Veräußerung mit Aufdeckung von stillen Reserven anzunehmen? Wie stelle ich das Ganze denn auch bilanziell dar? Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Heißt, die nicht rechtssichere Abgrenzung, was wann anzuwenden ist. Beispielsweise im 2023er Examen in der Bilanzklausur haben viele sich schwer getan. Ist das ein Fall von 24 Umwandlungssteuergesetz oder ist ein Einzelwirtschaftsgut, was übertragen worden ist, 6 Absatz 5? Viele sind da in Straucheln geraten, und wenn du schon grundlegend zu Beginn der Aufgabe falsch abbiegst, dich für die falsche Norm der Übertragung entscheidest, dann hast du einfach dem Grunde nach schon fast keine Möglichkeit mehr, Punkte zu holen. Ganz minimal vielleicht, weil du in eine konträre Richtung läufst. Du läufst in die Richtung, die Lösung geht in die Richtung, und da, wo du jetzt zu Stellung nimmst, das bringt dir nicht wirklich Punkte, weil das so weit weg ist vom richtigen Lösungshinweis, dass es eben auch keine Folge richtigen Punkte oder Folgefehlerpunkte in dem Fall gibt. Heißt, rechtssicher abgrenzen ist fundamental wichtig, um überhaupt grundlegend die Chance zu haben, mit dem vorhandenen Teilwissen, sage ich vielleicht mal, überhaupt Punkte dann zu holen. Dritter Punkt, die Darstellung der Sachverhalte in der richtigen Bilanz. Ja, das Ganze ist bei Personengesellschaften etwas anspruchsvoller. Schließlich hast du hier sage und schreibe 3 Bilanzen zur Auswahl: die Gesamthandsbilanz, das Sonderbetriebsvermögen und auch die Ergänzungsbilanz. Und wenn du jetzt so einen Sachverhalt präsentiert bekommst, wo muss ich das Ganze jetzt darstellen? Je nach Komplexität des Sachverhaltes fällt es dir eventuell schwerer oder einfacher, das richtig trennscharf darzustellen. Aber gerade bei Ergänzungsbilanzen mit Gesellschafterwechseln, Folgeentwicklung oder bei Austritten ist das für die Prüflinge häufig verdammt schwer, dort eben rechtssicher das Ganze zu bilanzieren, richtig darzustellen. Das ist natürlich besonders ärgerlich, weil die Aufstellung der Eröffnungsbilanz, der Schlussbilanz, der Folgeentwicklung und so weiter, das ist natürlich häufig alles bepunktet. Und wenn du dich jetzt für die grundlegend falsche Bilanz entscheidest, dann wirst du sehr, sehr häufig wenig bis gar keine Punkte für das bekommen, was du da jetzt versucht hast darzustellen. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, extrem bitter, weil du so dein Wissen, was du vorhanden oder was da ist, was vorhanden ist, einfach gar nicht zeigen kannst, zu Papier bringen kannst. Und deswegen ist das natürlich auch ein großes Problem, ein Ansatz, wo viele sich bei der Personengesellschaftsbesteuerung einfach selber wehtun, respektive schwer tun.
Was ist die entsprechende Lösung beim Personengesellschaftsrecht? Hier kommt es insbesondere auf einen Punkt an, nämlich zunächst einmal wirklich inhaltliches Verständnis für diese ganze Mitunternehmerbesteuerung aufzubauen. Das heißt, du musst wirklich fundamental das Thema verinnerlichen. Was bedeutet SPV? Was bedeutet eine Ergänzungsbilanz? Wann kommt die zum Einsatz? Wie sind die einzelnen Übertragungsvorgänge einzuordnen? Das heißt, vom Blueprint her, wann bin ich in welcher Konstellation drin? Dass du das wirklich trennscharf voneinander unterscheiden kannst. Die ganzen Gesellschafterwechselkonstellationen, Austritte, wie unterscheiden die sich nicht nur in der Darstellung, sondern eben auch vom Ablauf her? Und dann im zweiten Step, wenn das grundlegende Verständnis da ist, musst du dir natürlich über die Klausurarbeit, die klausurtechnischen und taktischen Besonderheiten und grundlegenden Prinzipien, hier gibt es eben einige Besonderheiten, nicht nur die drei verschiedenen Bilanzen, die du zur Auswahl hast, für den klausurtechnischen und taktischen Bereich, dir das anzueignen, um hier so aufgestellt zu sein, dass das vorher angeeignete Wissen letztendlich dann auch in Punkte umgemünzt wird. Das ist natürlich das übergeordnete Ziel. Dafür aus meiner Sicht essentiell wichtig, den ersten Punkt wirklich anzugehen, da nicht auf Lücke zu setzen und zu sagen, ich mache das hier so ein bisschen mit Schema und ein, zwei Klausurfällen. Das wird bei der Personengesellschaftsbesteuerung in der Regel nicht zum Erfolg führen. Deshalb vermeide die drei Fehler, berücksichtige diese beiden Punkte und wenn du dabei die passgenaue Unterstützung benötigst in deiner Vorbereitung, dann freue ich mich von dir zu hören. Dann kannst du dich nämlich bei uns auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Den Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort findest du dann gemeinsam mit unserem Strategieexperten heraus, wie wir unter anderem dieses Thema auch erfolgreich bei dir implementieren und lösen, aber natürlich auch alle anderen Themen, die für deinen Prüfungserfolg relevant und ausschlaggebend sein werden. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und ansonsten sehen wir uns sicherlich dann auch im kommenden Video wieder. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dein Marlo.